Der 17. der zweiten Liga empfing den 17. aus Liga 3. Magdeburg und Zwickau trafen sich zum letzten Formcheck des Jahres. Das Testspiel auf dem Trainingsplatz des FCM bestimmt zunächst der Gast. Zwickau lässt den Ball gut laufen, Baumann schön geschickt und im Abschluss treffsicher. 1-0 FSV, Minute 13. Die Westsachsen schon eine Woche länger im Trainingsbetrieb als der FCM, im ersten Durchgang einfach spielfreudiger. Am Ende dieses schönen Spielzugs nach 20 Minuten wieder Mittelstürmer Baumann, der Drittligist zur Pause 2-0 vorn. Nach dem Wechsel wird auch der Gastgeber druckvoller. Ito findet Kakutalua, der Anschluss in Minute 50. Dann verflacht die Partie etwas, aber in den letzten Zügen wird's nochmal richtig ansehnlich. Zwickaus Gomez packt einen fantastischen Freistoß aus, nichts zu parieren für Torwart Kruth. Das 3:1, aber noch nicht der Schlusspunkt, den setzt Magdeburgs Artig 3 Minuten vor dem Ende. Das ändert aber nichts mehr an der FCM-Pleite. Zwickau überrascht zum Jahresende und gewinnt in Magdeburg mit 3:2.